ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, hinter mir, diese Säulen, gehören zu einem der bekanntesten Stifte Österreichs, dem Stift Klosterneuburg. Das Stift Klosterneuburg liegt nordwestlich von Wien in der gleichnamigen Stadt und ist ein Augustinerchorherrnstift. Zurückgeführt wird dieses Stift auf das 12. Jahrhundert, auf eine Stiftung des österreichischen Markgrafen Leopold III. Dem Heiligen zusammen mit seiner Frau Agnes. Daran knüpft sich auch die berühmte Schleierlegende. Am Tag ihrer Hochzeit sollten angeblich Leopold und seine Frau Agnes am Söller, der Burg am Leopoldsberg, gestanden sein, als ein plötzlicher Windstoß den Brautschleier erfasste und davontrug. Erst 9 Jahre später soll der Schleier bei einer Jagd des Markgrafen im Wald gefunden worden sein. Unversehrt, wohlgemerkt. Und das war das Zeichen dann für den Leopold, an dieser Stelle ein Kloster errichten zu lassen. Nun, das ist wohl eher im Reich der Legende anzusiedeln. Tatsache ist, Leopold III. Ließ diese erste Klosteranlage erbauen. Später kam dann Karl VI., der Vater Maria Theresias, und wollte eine große Residenz im Stile des spanischen Escorial hier in Klosterneuburg errichten. Geplant waren 4 große Höfe mit 9 Kuppeln. Jede Kuppel sollte oben eine der Kronen des Hauses Habsburg haben. Geworden sind es, wie man sieht, nur 2, mit der deutschen Kaiserkrone und dem österreichischen Erzherzogshut. Und warum das so war? Nun, Maria Theresia entdeckte Schönbrunn als Lieblingsspielzeug, bautechnisch gesehen zumindest, und ließ daher Klosterneuburg buchstäblich links liegen. Im Leopoldihof haben wir zunächst mal den Leopoldibrunnen und dahinter mittelalterliche Bauteile der ehemaligen Babenberger Residenz, inklusive Klostergärtlein. Wenn man in das Stift eintritt, stellt man sofort fest, das ist eine Baustelle. Und tatsächlich wurde seit dem dann eingestellten Bau unter Maria Theresia hier nicht mehr weitergebaut. Am Bau des Stiftes war der Italiener Donato Felice d'Aglio hauptbeteiligt, der allerdings später durch das kaiserliche Interesse an einer Residenz mit Josef Emanuel Fischer von Erlach gemeinsam bauen musste. Das Eckzimmer war quasi auch der Vorraum zum Schlafgemach Kaiser Karls VI. Und seiner Frau Elisabeth Christine. Dieser so opulent ausgestattete Raum war, man glaubt es kaum, ganz einfach ein Arbeitszimmer von Kaiser Karl VI. An der Decke hat er seinen Wahlspruch verewigt, nämlich Constantia et Fortitudine. Durch Standhaftigkeit und Tapferkeit wollte er damals sein Habsburgerreich regieren. Warum dieses Zimmer Roter Salon heißt, ist wohl klar. Es waren ganz viele rote Wandbespannungen. Im Tafel- oder Esszimmer fallen sofort Tapisserien, also Wandtapeten, auf. Diese wurden von Urbain Leniers in Brüssel angefertigt. Und sie stellen die Abenteuer des Telemach dar. Am Deckenrelief speist übrigens Salomon mit der Königin von Sheba. Der Baldachin im Audienzzimmer
ist übrigens nicht extra dafür angefertigt worden, sondern einfach ein nicht fertiges Hochbett. In diesem Napoleonzimmer hielt sich tatsächlich kurz zwar, aber doch der Angesprochene auf. Als er dann zurück nach Wien zog und in Schönbrunn eindeutig länger residierte, ließ er sich einige Flaschen des guten Klosterneuburger Weins aus dem Stift nachliefern. Der Marmorsaal, eigentlich das größte der Kaiserzimmer, war ursprünglich als Empfangsraum geplant. Wir wissen ja bereits, Klosterneuburg sollte wesentlich größer werden nach dem Wunsch Karls VI. Das Kuppelfresko ist eines der letzten Werke des berühmten Daniel Grahan, der übrigens auch ein Fresko in der Nationalbibliothek ausgeführt hatte. Die aktuell im Marmorsaal zu sehende Marienretabel aus dem Westchor des Doms zu Naumburg ist ein ganz interessantes Kunstprojekt. Die Mittelteile waren nicht fertig. Die Flügel, jeweils gestaltet von Lukas Cranach dem Älteren, an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Mittelteile wurden vom Leipziger Künstler Michael Triegel 2020 bis 2022 gestaltet. Thank you.
Entlang des Kreuzganges gibt es in den ehemaligen Klosterseelen einiges zu entdecken. Durch die Fenster kann man natürlich auch in den Klostergarten blicken. Im Brunnenhaus steht ein romanischer siebenarmiger Bronzeleuchter. Siebenarmig ist eigentlich normalerweise ein Kennzeichen der hebräischen Religion, aber hier steht er für den biblischen Stammbaum von Jesus Christus. Zu den bekanntesten Kunstschätzen im Stiftkloster Neuburg zählt natürlich der Verdörner Altar. Ein Kunstwerk aus Emailplatten. Der Meister war Nicolas von Verdun. Er hat sich übrigens verewigt in diesem Altar und zwar mit seinem Namenszug. Die Tafeln des Altars zeigen biblische Ereignisse, wobei die mittlere Reihe das Neue Testament darstellt und die obere und die untere Reihe jeweils in ähnlichem Bezug stehende Stellen aus dem Alten Testament. Genau unterhalb des Verdörner Altars befindet sich die Grabstätte Leopolds und seiner Frau Agnes. Und da gibt's noch eine der vielen Geschichten aus Kloster Neuburg dazu. Nämlich ursprünglich waren die Reliquien Leopolds in einem silbernen Schrein verwahrt. 1810 wurde dieser allerdings im Rahmen der Sanierung der stark zerrütteten Staatsfinanzen eingeschmolzen.